Liebe Geschwister, in Zeiten von Corona wende ich mich auf diese Weise an alle Interessierten. In einer Sondersitzung am 13.03.2020 haben die Kirchenratsmitglieder mehrheitlich entschieden, bis auf Weiteres keine Gottesdienste mehr anzubieten. Auch alle gemeindlichen Zusammenkünfte der Gruppen und Vereine, alten Nachmittage, Konfirmandenunterricht, Chorproben und so weiter sind abgesagt. Die Abgabefrist der Vorschlagezettel für die Kirchenratswahl wird bis zur Wiederaufnahme eines normalen gemeindlichen Lebens verlängert. Der Landkreis Grafschaft Bentheim ist der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts gefolgt und hat verfügt, größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Ziel dabei ist es, die rasend schnelle Verbreitung des Coronavirus wie derzeit in Italien zu vermeiden. Der Kirchenrat, wie auch die meisten evangelischen und katholischen Kirchen, hat sich dieser Vorsichtsmaßnahme angeschlossen. Dieses in der Verantwortung und im Wissen um ein hohes Gefährdungspotenzial für Risikogruppen wie Senioren und Personen mit Vorerkrankungen. Der Kirchenrat bittet euch um Verständnis für diese einschneidenden Maßnahmen. Im Vertrauen auf Gott und unserem Glauben um seine Fürsorge wird er uns in dieser Krise schützend begleiten. So hat es unser Schriftführer Helmut Plescher im Namen des Kirchenrates formuliert. Ich möchte auf diese Weise euch an der Predigt teilnehmen lassen und auch in den kommenden Tagen immer mal wieder mich an euch wenden. Ich spreche diese Worte gerade hier in der Kirche. Ihr hört es vielleicht daran, dass es etwas hallt. Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Bitten wir Gott um seinen Heiligen Geist. Gott, unser Vater, um deinen mutmachenden Geist bitten wir dich besonders an diesen Tagen. Lass uns nicht mutlos werden, nicht hartherzig und egoistisch, nicht hoffnungslos. Leite uns und bewahre uns. Amen. Liebe Gemeinde, dramatisch hat sich die Situation verändert. Wir werden von den Ereignissen rund um Corona überrannt. Sollen heute Gottesdienste stattfinden oder nicht? Am Freitagmorgen gingen Telefonat und E-Mails hin und her. Wie ist die Anordnung des Gesundheitsamtes zu verstehen? Müssen wir um eine Sondergenehmigung anfragen oder nicht? Klar ist, es wäre viel gewonnen, wenn es uns in Deutschland gelänge, dem Virus die Verbreitung so schwer wie möglich zu machen, damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und jeder und jede kann dazu etwas beitragen. Die große, bange Frage, die uns, denke ich, alle umtreibt, lautet: Wohin geht die Reise in den kommenden Wochen und Monaten? Da ist viel Unsicherheit und Angst. Für den heutigen Sonntag sind Worte aus Lukas 9, 57 bis 62 vorgeschlagen. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortet ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf: Folge mir. Aber er sagte: Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete ihm: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkündige das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir zuerst, von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus sagte zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Wohin geht die Reise? Mit unserem Predigttext sind wir im Lukas-Evangelium an einem wichtigen Wendepunkt im Leben Jesu angelangt. Jesu Reise nach Jerusalem beginnt. Der Weg geht in das Leiden und den Tod. Bald wird es einsam um Jesus werden.
Denn so hatten es sich die Menschen, die Jesus folgten, nicht gedacht. Angst wird sie befallen. Am Todestag Jesu werden sich seine Anhänger in alle Winde verstreut haben. Aber noch ist da viel Begeisterung bei den Menschen zu spüren. Ich werde dir folgen, wohin du auch gehst. Ja, das ist ein Statement. Menschen mit so einer Einstellung, über die können wir uns doch auch als Kirchengemeinde nur freuen. Menschen, die bereit sind, mit anzupacken. Menschen, die begeistert sind und es verstehen, andere zu begeistern. Solche Gemeindeglieder muss man doch herzlich willkommen heißen, oder? Denen darf man doch keine Steine in den Weg legen. Und Jesu Antwort: Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel haben ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Tiere haben trotz ihres vagabunden Lebens ihre Gruben und Nester. Mein Leben verläuft anders, sagt Jesus. Und du musst bereit sein, dich auf so ein Leben einzulassen. Willst du das wirklich? Erstmal geht es um den Weg Jesu nach Jerusalem. Aber es geht noch um etwas anderes, Grundlegenderes. Und da sind wir alle angesprochen. Der Weg zum Reich Gottes wird hier beschrieben. Was bedeutet es, dass wir auf dem Weg zum Reich Gottes kein Dach über den Kopf haben? Heißt das, immer in Bewegung sein? Mit vielen Menschen, vielleicht sogar mit der eigenen Familie unversöhnt zu leben? Ständig in Unsicherheit zu sein, wohin mich der Lebensweg in Zukunft führen wird? Schnell die Orientierung und auch die Kraft zu verlieren? Ja, manche Christen auf der Welt erleben dies ungewollt. Sie zahlen einen hohen Preis für ihre Christusnachfolge. Wir können uns in aller Freiheit sonntags zum Gottesdienst treffen. Und wir brauchen uns ein solches Leben in ständiger Unsicherheit auch nicht wünschen. Aber es kann dazu kommen. Gerade die Ereignisse in diesen Tagen zeigen uns ja, wie schnell Lebensverhältnisse sich ändern. Jesus' Nachfolge hat seinen Preis. Es kann bedeuten, dass ich Sicherheit aufgebe. Willst du das wirklich, fragt Jesus auch uns. Deine Begeisterung in allen Ehren. Aber mir nachfolgen ist nicht umsonst zu haben. Es kann bedeuten, dass ich alte Gewohnheiten und Sicherheiten zurücklassen musst. Ist es klug von Jesus, einen Menschen, der so begeistert von ihm und seiner Sache ist, so vor den Kopf zu stoßen? Nun, Jesus ist ehrlich. Bei der Nachfolge geht es ums Eingemachte. Wer den Weg mit Jesus gehen will, wird vor Entscheidungen gestellt, auch heute. Dabei sind wir in unserer Gemeinde ja zufrieden, wenn die Menschen noch irgendwie dazugehören. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt ansprechen. In Kindertagen ist der Glaube ein sicheres Zuhause. Beim Erwachsenwerden spürt man, wie diese Sicherheit in Frage gestellt wird. Vor kurzem fragten Konfirmanden mich, wer war eher da, Gott oder die Dinosaurier? Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass Gott nicht Teil der Schöpfung ist. Er ist der Schöpfer von Raum und Zeit. Gott ist weit größer, als wir es überhaupt fassen können. Und gleichzeitig ist er näher, als wir oft ahnen. Er ist mir so nah wie mein Pulsschlag. Wenn der Glaube erwachsen wird, verlässt der Mensch die geschützte Umgebung und wird zum Nestflüchter. Denn der Bau und das Nest sind ihm zu klein geworden. Die Sicherheiten aus Kindertagen sind nicht mehr vorhanden. Zweifel und Anfechtung begleiten das weitere Glaubensleben, so wie es die Jünger Jesu auch erfahren. Sie hatten ja klare Vorstellungen davon, wie dieser Weg Jesu nach Jerusalem verlaufen sollte. Jesus wird als Messias Israel anerkannt. Davon träumten sie. Es kam ganz anders. An Ostern lernen sie neu zu verstehen,
zu glauben und zu vertrauen. Wenn unser Glaube aus Kindertagen in die Brüche geht, ist das nicht schlimm. Gott ist weit größer als unser Kinderglaube. Ich erinnere nur an die Emmausjünger. Sie kommen nach Jesu Tod mit einem ihnen Unbekannten über ihre geplatzten Hoffnungen und gescheiterten Träume ins Gespräch. Und durch dieses Gespräch lernen sie neu zu verstehen. Auch heute müssen wir miteinander ins Gespräch kommen, uns einander helfen, im Glauben zu wachsen, Geburtshilfe leisten für ein neues Verständnis von Gott. Folge mir, sagt Jesus einem weiteren. Der antwortet: Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Jesu Antwort überrascht: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben, du aber geh los und verkündige das Reich Gottes. Was für eine Provokation von Jesus. Es ist heiligste Pflicht, dem Vater die letzte Ehre zu erweisen. Damals sowohl im Judentum als auch bei den Griechen. Wie muss man diese Worte Jesu verstehen? Ich schreck erst mal zurück. Was verlangt Jesus hier? Will er alle gute Lebensordnung auf den Kopf stellen? Aber Jesus geht es nicht darum, ein neues Gebot aufzustellen. Jesus verbietet nicht grundsätzlich, seinen Vater zu beerdigen. Er spricht zu diesem einen konkreten Menschen. Zuerst, das ist das zentrale Wort in diesem Dialog. Lass mich zuerst meinen Vater beerdigen. Zuerst muss ich dies und jenes noch regeln. Es kann passieren, dass wir Menschen zu dem Eigentlichen nicht kommen, weil wir immer noch etwas anderes haben, was wir zuerst noch regeln müssen. Es sind die Entschuldigungen, die wir auch sonst aus unserem Leben gut kennen. Sie werden uns dann zu heiligen Pflichten, wenn die Kinder erst mal größer sind, es im Betrieb ruhiger läuft, mir es gesundheitlich wieder besser geht, dann. Es gibt so viele gute Gründe, heilige Pflichten, um Wesentliches auf die lange Bank zu schieben. Vielleicht sogar so lange, bis es zu spät ist. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit dem realen Leben. Du kannst es nicht auf später verschieben. Du lebst jetzt. Was morgen und in ein paar Jahren ist, weiß niemand von uns. Ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir zuerst, von meiner Familie Abschied zu nehmen. So die Antwort eines Dritten. Und Jesus reagiert mit einem Bibelwort. Wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Beim Pflügen muss ich mich konzentrieren. Das gilt für damals wie für heute. Wer da nicht sich auf die Sache konzentriert und woanders hinblickt, der wird seinen Acker nicht vernünftig bearbeiten können. Wir wollen heute gerne alles gleichzeitig. Multitasking heißt das Zauberwort. Telefonieren, eine WhatsApp schreiben und gleichzeitig noch den Blick auf die neuesten Nachrichten. Aber manchmal muss ich eben den Blick von anderen Dingen weg und dem einen zuwenden. Sonst gelingt es nicht. Eben wie beim Pflügen. Es braucht die klare Entscheidung für das eine und gegen das andere. Bei den lebenswichtigen Entscheidungen gibt es kein sowohl als auch. Das ist schmerzlich, klar. Aber manchmal eben notwendig. Jesus macht es uns nicht leicht. Seine Botschaft vom Reich Gottes ist bis heute eine Herausforderung. Mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet Sicherheiten aufgeben und sich sofort und eindeutig entscheiden. Jesus ist alles andere als konservativ. Konservativ bedeutet, das Bewährte behalte ich so lange bei, bis ich mir sicher bin, dass etwas Neues wirklich besser ist als das bisherige. Unsere Bundeskanzlerin spricht davon,
Sie träfe Entscheidungen oft auf Sichtweite. In der Politik kann das eine kluge Entscheidung sein. Um ein Volk in schweren Lagen, wie wir sie heute haben, zu führen, mag dies angemessen sein. Für Jesus und seine Botschaft vom Reich Gottes gelten andere Regeln. Ein Leben ohne doppelten Boden. Kein Verschieben der Entscheidungen auf ein Später, sondern jetzt, hier und heute. Und kein sowohl als auch, sondern Eindeutigkeit. Wie haben die 30 eigentlich entschieden? Sind sie Jesus gefolgt oder haben sie sich enttäuscht abgewendet? Wir erfahren es nicht. Das ist im Grunde auch nicht so wichtig. Denn eigentlich sind wir es ja, die hier gefragt werden. Jede und jeder muss sich den Herausforderungen dieser Worte Jesu stellen. Aber eben auch als Kirchengemeinde sind wir herausgefordert. Wo braucht es Eindeutigkeit und wo muss man aus seelsorglichen Gründen Rücksicht nehmen? Wo braucht es ein sofortiges Handeln? Wo braucht es Mut bei Entscheidungen im Vertrauen auf den, der uns das Leben geschenkt hat und uns jeden Tag erhält? Bei Jesus müssen wir immer wieder neu in die Schule gehen, den Kompass unseres Lebens persönlich und als Gemeinde stets neu ausrichten lassen. Gerade in Zeiten von Corona sind wir herausgefordert. War unsere Entscheidung als Kirchenrat am Sonntag den Gottesdienst ausfallen zu lassen richtig? Oder sind wir aus Angst eingeknickt? Wenn es ausschließlich um unsere eigene Gesundheit ginge, hätten wir uns, glaube ich, für den Beibehalt des Gottesdienstes entschieden. Als mögliche Virusträger können wir aber unbeabsichtigt zu Überträger der Krankheit werden. Wenn man den Fachleuten glauben darf, ist jetzt ein Zeitfenster da, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das schenkt dann nötige Zeit, damit schwer Erkrankte die nötige Hilfe zukommt. Es ist ein Gebot der Nächstenliebe, als Kirchengemeinde diesen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Mutige Entscheidungen braucht es für das Reich Gottes. Das macht Jesus gerade im heutigen Predigttext deutlich. Jesus selbst ist diesen Weg gegangen, zum Wohl der Menschen, uns zugute. Vielleicht werden wir in den kommenden Wochen noch mutige Entscheidungen von uns. Vielleicht werden in den kommenden Wochen noch mutige Entscheidungen von uns gefordert. Entscheidungen, nicht um eigene Frömmigkeit zu demonstrieren, sondern zum Wohl der Menschen in Verantwortung vor Gott. Vielleicht erleben wir in diesen Tagen neu die Ernsthaftigkeit der Nachfolge Jesu. Denn Corona reißt uns ungewollt aus den alltäglichen Gewohnheiten heraus. Vielleicht liegt darin auch etwas Gutes, dass wir uns nämlich neu ausrichten und uns auf die eine oder andere Weise fragen, was ist wirklich wichtig im Leben? Amen. Die Hausärztin Cornelia Hülsmeier schreibt: Bitte betet intensiv für alle im Gesundheitsbereich Tätigen, denn wir stehen an der vordersten Front und müssen natürlich auch alle anderen Kranken gut versorgen. Unsere Mitarbeiterinnen Johannes und ich arbeiten über unsere Kräfte. Und das größte Elend kommt erst noch. Ich grüße euch mit Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dieser Bitte möchte ich nun nachkommen und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam zu beten. Treuer Gott, unser Vater im Himmel, der du dich in deinem Sohn und unserem Herrn Jesus Christus gezeigt hast, dieser neuartige Coronavirus fordert die ganze Welt heraus. Jede und jeder von uns wird zunehmend aus gewohnten Abläufen herausgerissen. Politikerinnen und andere Verantwortliche in unserem Land müssen kluge Entscheidungen treffen. Auf besondere Weise ist die Solidarität unter uns Menschen gefordert. Viele Ärzte und Menschen in pflegenden Berufen leisten bis an ihre körperlichen und psychischen Grenzen.
Und so kommen wir zu dir, Gott, und bitten für die, die in unserem Land Entscheidungen treffen. Lass sie das in Verantwortung vor dir und den Menschen tun. Stärke und begleite sie. Wir kommen zu dir, unser Vater, und bitten dich für die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, die in diesen Tagen auf besondere Weise herausgefordert sind und dabei verstärkt in der Gefahr stehen, sich selbst mit der Grippe anzustecken. In Jesu Namen bitten wir dich für alle, die in diesen Tagen mit Krankheit und Leid leben. Lass sie erfahren, dass du sie nicht allein lässt. Wir blicken im Gebet über unser eigenes Land hinaus und bitten dich, dass die Solidarität unter den Menschen auf dieser Erde gerade in diesen herausfordernden Tagen wächst. Gerade dieser Virus macht uns schmerzlich deutlich, dass wir alle Menschen sind. In einem Augenblick der Stille sagen wir dir, was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Liebe des Herrn Jesus Christus gebe euch die Kraft für eure Arbeit. Die Macht des Herrn Jesus Christus stärke euch in eurem Dienst. Die Freude des Herrn Jesus Christus erfülle euren Geist. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei mit euch und bleibe alle Zeit bei euch. Amen.